Hoch geht. Das ist der hier ist der Schwarm, gell? Ist der da hier? Warte kurz. Da wo es wackelt. Ja, der Schwarm wackelt. Okay, cool. Ja gut, ich muss so erstmal hoch, tut. Ganz egal wie. Das Totholz hier rausnehmen. Wo ist er denn? Ah ja, ich hab ihn da oben. Okay. Oh, hier ist es. Warum muss der am höchsten Eck sich hinhocken? Ein bisschen uncool ist das ja schon. Gut, ich schlag den runter und schnapp dir die Königin. Ja, ich weiß. Kannst du mir die Säge hochschmeißen, dort? Nur aufheben hier, oder? Ha? Nur aufheben. Nee, nur die Säge. Die gehen gerade wieder am selben Ast. Ah, beinahe. Ich hab's noch gehabt. Das war etwas abseits. Nochmal. Alright, perfekt. Hab ich. Nur die Frage, wohin kippt dann der Ast, wenn ich jetzt da oben absäge? Das wird lustig. Ha? So? Okay. Ich glaube, ich brauche mal eine neue Säge. Irgendwie taugt dir nichts mehr. Na, ich darf nicht stecken. Komm schon. Achtung, die Säge fällt. Ich brauche wieder Sicherheitsschuhe. Die sind zum Klettern einfach angenehmer. Kann ich den auf den Tiersturm abgreifen? Probier's mal, ja, geh mal hoch. Je nachdem, wo er jetzt abkippt, ich weiß es selber nicht. Ist auf jeden Fall gleich durch. Okay, ich habe also einen Stamm habe ich jetzt, Dude.
Wäre vielleicht gar nicht mal schlecht, dir den einfach darüber zu reichen. Das wäre. Die brauchst du erstmal nicht. Du kannst schon irgendwo eine Astgabel erstmal abhängen. Aber ich muss nur noch mal umgreifen hier. Upsala. Oh, aber so eine Haselnuss ist auch echt nicht gerade der beste Baum für so einen Schwarm. Ja, jetzt hängt er an der Spitze vom Kirschbaum und da komme ich nicht dran. Ich kann nur dran reißen in der ersten Sekunde. Ja. Mehr kann ich da erstmal gar nicht machen. Ich sehe den übrigens auch gerade überhaupt nicht, wo er ist. Muss ich hoch, muss ich runter? Geh mal ein bisschen hoch. Versuch mal zu mir zu drücken. Ja, ich versuch's. Ich brauche nur irgendwie einen anderen Griff erstmal. Okay. Und dann hier irgendwo wieder festhalten. Da geht's doch ganz gut. Alright. Kann ich dir denn so drüber geben? Ja, okay, perfekt. Zieh mal ein bisschen mehr zu mir. Ich kann nicht mehr ziehen, Dude. Nein, ich zieh ihn mal ein bisschen mehr zu mir. Ja, und ich mach hier die Krone ein bisschen zu mir. Warte, noch nicht ziehen. Jetzt ziehen. Noch ein Stück ziehen. Warte mal, nichts mehr machen. Warte mal. Lassen gerade mal gar nichts mehr machen. Ja, es kann nämlich sein, dass ich jetzt gleich dran komme. Hängt der noch überhaupt? Dude, hängt der noch? Ich sehe den nicht mehr. Jetzt sammelt er sich an der Spitze vom Kirschbaum. Ja gut, dann lass mal den mal sammeln. Was ist mit dem Ast, wo wir abgesägt haben? Hängen da noch Viecher dran? Ja, genauso viel wie auf dem Kirschbaum. Die sind jetzt größtenteils in der Luft. Okay, dann lass den Ast mal ganz runter, dass die Pheromone vom Ast erstmal auf dem Boden sind. Vielleicht haben wir Glück und der Schwarm folgt einfach den Pheromonen. Warte, stopp. Ich nehme hier wieder den Busch raus. Ich sehe gar nicht die Spitze vom Arsch. Ja. Der hängt jetzt unten drunter. Ja, ja. Krieg ihn jetzt verschoben. Wo hängst du? Da hinten. Ja, sind ja alle weg, die Bienen. Und schmeiß den mal ganz runter. Der muss weg. Oder lass mal so hängen, vielleicht kommen sie dann her, weil jetzt ist so auf der Höhe, wo ich sie vielleicht noch abstehen kann. Nee, die Pheromone kommen jetzt hier weg von dem Baum. Rückwärtsgang. Ja. Handy liegt auf der Quitsch zur Info. Danke.
vom Kirschbaum mal abschlagen, vielleicht gehen sie dann drauf. Noch nicht. Erst wenn die sich da oben voll gesammelt haben, dann können wir es machen. Ein Haken. Nee, noch geht's eigentlich. Der hockt sich jetzt halt hier an den Kirschbaum gleich mal hin. An den kommt er jetzt besser dran. Hoffentlich, ja. Ja, wird schon klappen. Die sammeln sich auf jeden Fall jetzt am Kirschbaum, das kann man jetzt schon mal feste sagen, dass sie da hingehen. Ja, die gehen auf den Kirschbaum. Aber ich glaube, die sind sich jetzt gerade ein bisschen unschlüssig, ob sie nicht doch runterfliegen. Wenn der ein bisschen sitzt, der Bienenschwarm, dann gebe ich dir das Wasser hoch und dann schütteln wir den hier auf die Haselnuss, weil da sind ja noch viele Pheromone drin. Du musst dann begattet sein, oder? Oder war das ein anderes Wort? Das ist ein Nachschwarm. Ja, das dauert noch mindestens 10 Minuten, bis wir die mal packen können. So, Kamerapause. So, habe ich alles? Zwicker habe ich, jawohl. Zwicker. Habe ich. Soll ich ihn so herziehen und dann? Wenn du mir hier irgendwo hinhalten kannst. Ja gut, wir sind ja fast schon oben, das ist nicht viel. Ich kann hier noch vielleicht einen halben Ast höher kommen. Also hier höher darf ich jetzt nicht gehen, sonst haben wir vielleicht Bruch. Ich gehe erstmal eine Stufe runter, ich kann es besser runterziehen. Nein, ich sehe gerade. Wie bitte? Ah Mist, oder? Okay, dann ist die Kamera gerade abgebrochen, aber sie läuft auf jeden Fall. Was siehst du jetzt? Siehst du die Gartenzwicke? Warte, stopp. Noch ein Stückle. Okay, stopp. Ein Schwarm. Super. Ah. Nicht mehr ziehen. Gerade so lassen, wie er ist erstmal. Okay, wir lassen den jetzt wieder sammeln. Den haben wir gleich. Ja, kann ich eigentlich ein bisschen loslassen, ja, genau.
Okay, dann müssen wir jetzt auch noch wieder warten, bis er sich sammelt. Haben wir ihn auf der Kamera, Klaus, wenn ich so hinguck? Du musst lauter reden, die sind so laut hier oben, ich höre das nicht. Super. Ja, das kann schnell gehen. Jetzt muss ich ihn holen, sonst kann ich ihn oben nicht greifen. Anton, ich muss an die Spitze da oben rankommen. Ganz langsam, langsamer. Ja, ja, noch ein Stück. Okay, perfekt, ich hab ihn. Ja, so ein bisschen schon, ja. Da soll ich nochmal zurücklaufen lassen und dann weiter aufmachen, damit du besser abgelassen kannst. Weil im Astern brauche ich nicht. Zieh mal auf Spannung, bloß nicht loslassen, sonst haben wir echt einen Katapult. Ich muss hier halt irgendwie aus dieser blöden Baumkrone mal erstmal rauskommen. Ein bisschen mehr Spannung zu mir. Ja, genau. Nee, da brauche ich zwei. Alles gut so. Okay, wir müssen die Seitenarme müssen erstmal weg. Okay, der hier auch. Spannung zu mir. Ja, yep, gut so. Mehr zu mir. Gut so. Wollen wir nicht hoffen. Nee. Mich bitte nicht ablenken gerade. Hals auf Spannung. Nee, geht nicht. Da falle ich vom Baum mit der Zwicke. Aber danke. Zu mir ziehen. Weiter. Okay. Gegenhalten, wenn der Druck kommt. Ich brauche die Säge hier oben. Kriege ich mit der Zwicke nicht durch. Anton, wie weit kannst du mir den ziehen? Kriegt man den bis hier unten hergezogen, bis ich da stehen kann? Zieh mal.
Stopp, stopp, stopp. Ganz weit zurück, du bist nicht eingehakt. Alles zurück, alles zurück. Und dann setz den Haken bitte hinten dran. Nochmal. Klaus. Nochmal. Ja, ich hab's ihn gehabt. Anton, du musst einen Haken neu setzen. Ja, genau. So, dass er nicht zurückschnallen kann. Eins, zwei und... Jetzt aber. Ja! Jawohl, perfekt. Ups, Entschuldigung. Okay. Ja, ja, weiter, weiter, weiter. Wenn es geht irgendwie, okay. Shit. Halt auf Spannung. Ah, das war natürlich wieder gar nichts. Alle unten drunter weg, jawohl. Bringen wir mal den Ast wieder. Schnell, es geht um Sekunden. Langsam zurück. Wieder zu mir. Ganz langsam. Jawohl, weiter, 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 weiter. Noch ein Stück. Ja, hab ich. Nimm den einfach mal, ja schon. Kannst du unten packen noch? Okay. Aber halten da, dass die Bienen sich da wieder sammeln. Hast du? Ich lass los. Gut, dann komme ich jetzt erstmal von diesem blöden Eck hier weg. Oh, hier unten fühle ich mich gleich mal sicherer. Ich habe so ein dumpfes Gefühl, dass die andere Pläne haben. Nee, nee, der Plan ging relativ gut auf. Wir müssen den uns halt irgendwo einhaken. Schnapp dir mal schnell, wir brauchen irgendwas zum Hinhängen. Egal was es ist, ein Band, eine Schnur, irgendwas in der Richtung. Schnell, es geht um Sekunden jetzt. In meinem Auto ist eine Schnur drin. Cool bleiben. Nicht vom Baum fallen. Thank you.
Gut, hat sich gerade erledigt mit der Schnur, gell? Kann man ein bisschen tun. Ja, ich hab's gemerkt gerade. Nur halten, gell? Achtung, wenn du auf den falschen Weg machst, bricht er ab. Ganz langsam halten. Hast du ihn sicher? Okay, perfekt. Dann warte, lass mich runter. Bleib du einfach stehen, ich krabbel an dir vorbei. Irgendwie wird das hoffentlich funktionieren. Herzkönigin haben wir auf jeden Fall dabei. Okay, is here the way out. Hi. Okay, Dude. Dann einmal zu mir das Teil. Geh weiter nach hinten. Noch nicht loslassen. Jetzt loslassen. Perfekt, ich hab ihn. Alright. Sprüh schnell. Schnell, 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 schnell. Sieht aber gut aus alles. Okay. Und so fängt man einen Schwarm von Baum. Perfekt, wir haben sie. Und man kann es hier wieder sehen, dass alle Bienen den Pheromonen hier nach unten folgen. Und in den nächsten Minuten wird der ganze Schwarm da oben langsam runterschwenken und dann gehen sie alle in die Kiste rein. Job erledigt. Auch ohne Königin zu finden. Die sammeln sich nicht mehr. Die gehen nach unten. Ja, ist kurzzeitig. Die haben schon kapiert. Guck mal, der ganze Schwarm geht schon nach unten. Wenn sie hier am Flugloch, guck, jetzt kann man hier sehen, dass sie am Flugloch ventilieren. Ihre Pheromone verbreiten. Und selbst wenn die Königin da oben noch irgendwo rumschwirrt, die kommt jetzt von alleine nach unten. Der Job ist beendet.